Herzlich willkommen im Corona.at Sportstudio. Heute mit einem Mann, der wirklich was erlebt hat. Er war Alkoholiker und hat sich dann durch den Sport herausgezogen, sozusagen. Hat den Mont Blanc per Pedes bezwungen, ist von Chamonix nach Brugg an der Mur gelaufen, hat gleichsam virtuell den Mount Everest bestiegen. Und er hat also wirklich einiges erlebt. Und über all das will ich jetzt gemeinsam sprechen mit einem Rambo. So wird er nämlich genannt. Andreas Ruppin heißt er tatsächlich und heute ist er zu Gast. Servus. Hallo, Christi. Dankeschön. Also, das ist ja wirklich ein sehr bewegtes Leben, das du bis jetzt schon hinter dich gebracht hast. Wenn es recht ist, rollen wir es vielleicht von ganz vorne auf, weil deine Karriere als Alkoholiker, wenn ich das so bezeichnen darf, die hat ja de facto schon im Teenageralter begonnen, nicht? Ja, genau. Mit so circa 12, 13 Jahren, da hat es eigentlich so angefangen, dass wir unser Taschengeld unter Freunden uns geteilt haben und immer wieder haben wir uns dann halt eine Dopplerflaschen Wein und so ein Sechsertragerl Bier halt gekauft und das hat sich halt dann sukzessive halt immer ein bisschen halt gesteigert, beziehungsweise mit 15 Jahren nachher, wie ich dann eine Lehre begonnen habe als Stallbauschlosser, dann ist es halt so richtig losgegangen. Das heißt, was hat man sich darunter vorstellen können? Wie haben so die Tagesabläufe ausgesehen? Ja, dass ich grundsätzlich arbeiten gegangen bin, wenn ich es geschafft habe, weil ich habe ziemlich oft sogar verschlafen eigentlich. Und das ist eigentlich fast wöchentlich ist das so gegangen und eigentlich nach der Arbeit bin ich jeden Tag in die Kneipen gegangen bis zum Abwinken eigentlich halt immer bis zum Frührausch eigentlich immer umgesoffen habe. Von was für einer Menge sprechen wir da? Was hast du da so hineingekippt in dich quasi? Das in jungen Jahren werden das so zwischen 5 und 10 Bier gewesen sein. So Daumen mal Bi, beziehungsweise das ist ja nicht immer nur Bi alleine gewesen. Da denkt man gerne mal eine süße Mischung dazu oder irgendwas, so einen gespritzten Wein halt oder irgendein Tequila oder ein Bacardi Cola oder wie auch immer, was halt da Frühjahrszeiten da gegeben hat. Ich weiß ja gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob es das heutzutage auch noch immer gibt. Es gibt ja schon so viele neue Sachen, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr auskenne. Und dann, glaube ich, warst du ungefähr 28, als du zum Point of No Return gelangt bist sozusagen. Der junge Mann hat also gesagt, jetzt muss ich einen Cut machen, einen Schnitt in meinem Leben und hast ein Entwöhnprogramm begonnen, beziehungsweise hast mit Hilfe des Sports den Einstieg ins neue Leben geschafft, kann man das so sagen? Ja, das ist gar nicht ganz so 100% richtig. Ich sage mal so, der Sport hat mich mehr oder weniger dazu gebracht, dass ich weggeblieben bin, dass ich auf eine andere Linie gekommen bin. Ursprünglich so aufgehört habe ich eigentlich mit dem Alkohol, eigentlich weil ich da, also dank meines Vaters eigentlich, weil der für mich irgendwie schon ein bisschen, sage ich mal, Idol geworden ist. Weil ursprünglich mit 26 habe ich schon das erste Mal probiert gehabt, dass ich wegkomme vom Alkohol. Ich habe es da schon erkannt gehabt, dass ich da eigentlich ein Alkoholproblem habe. Bin aber leider nach 6 Wochen wieder rückfällig geworden. Und dann mit 28 Jahren hat mir dann mein Vater erzählt, dass er zu einer Selbsthilfegruppe geht, weil er auch alkoholkrank quasi ist. Seit ca. 20, 30 Jahren eigentlich schon Alkohol konsumiert hat. Und das habe ich halt für mega stolz empfunden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn du das schaffst, dann schaffe ich das auch. Und bin halt dann an den nächstgelegenen Mittwoch bin ich dann mit ihm mit zur Selbsthilfegruppe. Das war damals der 7. Februar 2007. Und seitdem habe ich wirklich keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Ich sage immer gern dazu, bewusst keinen getrunken, weil leider Gottes ist es mir schon passiert, dass ich versehentlich schon mal beim weißen Spritzer oder was ich mal übertrunken habe. Und was macht das dann, dieses versehentliche Trinken mit einem ehemaligen Alkoholiker? Wie schwer ist es dann, die Kontenance zu bewahren? Ich sage im Kopf grundsätzlich, also den Fokus verliere ich deswegen nicht. Aber es ist so, dass mich schon das, es betrübt mich sehr, wenn mir das passiert. Und das ist mir mittlerweile schon 4-mal passiert. Nach dem 4. Mal, da bin ich wirklich, also ich bin schon so streng zu mir selbst, dass ich wirklich definitiv immer alles kontrolliere, beziehungsweise immer vorher rieche. Also passiert heißt in dem Fall was, dass du nicht gewusst hast, dass da ein Spritzer drinnen ist? Oder? Nein, zweimal ist eigentlich passiert, das ist, ich habe schon richtig bestellt bei der Kellnerin, aber habe es falsch gekriegt. Dann einmal war es bei einer Skitour mit meinem Onkel unterwegs, dass er mir einen Rum in die Hand, einen Tee in die Hand gedruckt hat und da war leider Gottes Rum drinnen. Und das 4. Mal, also und da war beim 4. Mal, das war überhaupt das erste Mal überhaupt,
Da war leider Gottes, das hat ausgeschaut, so eine Dosen Red Bull. Ich glaube, das ist ein Energy Drink und habe da oben getrunken und dann war es irgendwie so ein Campari Orange oder irgendwas sowas mit Campari. Und da ziehst du halt einmal kräftig an und das, also das betrübt mich sehr und da bin ich momentan halt für den Tag bin ich dann einmal definitiv erledigt und dann da mag ich gar nicht mehr viel was reden. Also das war einmal Teil 1 deines Lebens sozusagen, weil Teil 2 ist ja im Sportkontext der viel interessantere, weil du bist ja, wenn ich das ein bisschen flapsig formulieren darf, von der einen Droge in die andere hineingerutscht, nämlich in den Extremsport. Ja, das kann man so, viele sagen das. Ich muss sagen, ich sehe das irgendwie gar nicht so. Für mich ist halt Sport ist wirklich mittlerweile alles geworden, also in meinem Leben. Und das hält mir sehr aufrecht und das macht mir extrem Spaß. Mir macht halt auch das sehr viel Spaß, einfach mich ein bisschen zerstören, sage ich mal. Also es ist wirklich, so wie gestern war ich auch wieder unterwegs mit dem Bike und so. Also wenn ich da nach Hause komme und ich bin schwerst kaputt und so, das ist halt schon ein großer Anreiz halt bei mir. Und wie gesagt, ich sehe mich nicht so wirklich als Extremsportler, weil als Ultra-Bergläufer oder wie auch immer, was ich da halt mache, sehe ich mich in dem Fall nicht ganz so als Extremsportler. Aber de facto sind es ja keine normalen Rennen oder keine normalen Strecken, die du da zurücklegst. Ich glaube, so dein Herz ist aufgegangen das erste Mal für diese Art von Sport in Form eines 24-Stunden-Rennens oder in Form eines 24-Stunden-Ganges, so glaube ich, oder einer 24-Stunden-Wanderung, so glaube ich, bist du dann hineingekippt. Ja, genau, das ist irgendwie, das war so ein Projekt im Jahr 2011. Da habe ich für mich selbst ich da was entdeckt, bei einer Wanderung eigentlich mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Dass mein Bruder hat mir was erzählt oder uns erzählt von einer 24-Stunden-Wanderung mit dem Hans Kammerlander. Mhm. Da kann man mitgehen. Gibt es dann, glaube ich, nach wie vor. Ich weiß nichts davon mehr. Also, ich recherchiere über so eine Situation, ehrlich gesagt, gar nicht mehr mittlerweile. Und das hat mir dann, diese 24 Stunden haben bei mir da im Kopf so einen Knackpunkt gegeben, dass ich ihm dann gar nicht mehr weiter zugeguckt habe. Dann ist mir noch gefallen, 24 Stunden, das könnt ihr auf meinem Hausberg ja auch selbst auch machen. Ne? Und so ist eigentlich dann die Idee entstanden, dass ich anhand mit der Hilfe dann von zwei Freunden, das war damals auch der Beichel Andreas, war damals auch dabei, der war eigentlich sag ich mal, sogar der, was man das ein bisschen dann gemanagt hat, die ganze Geschichte, dass halt dann wirklich das Projekt entstanden ist. Ich habe dann zuerst anfangen, also das Projekt heißt jetzt, getestet, dass du quasi virtuell den Mount Everest bestiegen bist. Von dem reden wir jetzt. Ja, ja, genau. Also das hätte ich. Muss man erklären, worum es geht. Das muss ich schon mal dazu erzählen. Okay. Also du wolltest die 8000 Höhenmeter zurücklegen. Genau, ja, 8800 Höhenmeter. Und das habe ich auf meinem Hausberg beim Esbrucker Rennfeld habe ich das dann gemacht. Im Endeffekt mit Hilfe vom Beichel Andreas. Und achtmal habe ich da in 24 Stunden nachher den Berg bezwingen müssen. Der wie hoch ist? 1629 hat er die Seehöhe. Und das also galt in 24 Stunden achtmal zu bewältigen. Genau, ja. Wo ich damals noch nicht so sportlich so ambitioniert war wie jetzt oder wie es halt dann geworden ist, sage ich mal. Aber das war für mich das Sprungbrett, sage ich mal, in das sogenannte, was du sagst, Extremsport und für mich halt eher, sage ich mal so, im Ultralaufen. Weil dann habe ich angefangen, mich zum Spezialisieren, zum Recherchieren eigentlich, was ich da wirklich mache nachher. Und dann sind halt noch andere Projekte hinzugekommen, wie zum Beispiel den Mont Blanc zu bezwingen. Was hat es denn damit auf sich? Eigentlich war das ist irgendwie so ein bisschen ein Eigenprojekt gewesen oder so, wie soll ich sagen, einfach nachschauen. Wie gut bin ich momentan derzeit auch konditionell unterwegs? Weil eigentlich war im Jahr 2015 war ja eigentlich der Mount Ararat geplant. Da wollte ich, weil dort hat es eigentlich keine Speedbegehung oder Speedlauf quasi gegeben auf den Berg, wollte ich damals der Erste sein, was da eigentlich von ganz unten bis durch auf einmal
eine Zeit aufstellt, beziehungsweise ja, wie sich das halt so. Und auf alle Fälle war halt dann für mich das mit dem Mann Blau war halt so ein, quasi so eine Schnapsidee, wo ich dann wirklich halt dann 10,5 Stunden von Bruck an der Mur nach Chamonix bzw. nach Le Houche gefahren bin. Um 3 in der Früh habe ich mich dort, bin ich dann vom Auto rausgestiegen, also ich habe im Auto halt drin geschlafen, 4-5 Stunden, bin da durchaufgewälzt am Mont Blanc in 6 Stunden, bin dann runtergelaufen sofort, also ich habe quasi oben angeklatscht, Gipfelfoto und dann um 1:45, glaube ich, bin ich wieder im Auto gesessen und bin die 10,5 Stunden und wieder heimgeradelt und habe gewusst, der Ararat kann kommen. Und das letzte große Projekt, damit müssen wir dann auch noch zu sprechen, darauf müssen wir auch noch zu sprechen kommen, bevor wir dann ein bisschen über die allgemeine Faszination Extremsport vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren, war, dass du von Chamonix heimgelaufen bist, de facto 2017. Genau, das war halt dann, von Chamonix bin ich da nach Bruck an der Mur gelaufen, meine damalige Heimat, muss ich jetzt mittlerweile ja schon sagen, weil jetzt bin ich in Trafeyach zu Hause. Ich bin da über die Seven Summits der Alpenländer drüber gelaufen. Hab da in 24 Tagen habe ich 1400 Kilometer zurückgelegt und 45.000 Höhenmeter. Und hab halt von den 7 Kontinente der Alpenländer habe ich den jeweils den höchsten Berg bin ich drüber gelaufen quasi. Mhm. Da ist halt der Mont Blanc, Duferspitze, Grauspitze, Großglockner, Triglav. Das waren halt. Was gibt dir den Kick sozusagen? Warum tust du dir das alles an, unter Anführungszeichen? Was ist das Spannende, was ist das Faszinierende an dem, was du tust? Irgendwie kann ich das gar nicht. Das haben mich schon so viele gefragt. Ich glaube, dass das hat irgendwie mit meinem Vorleben quasi irgendwie das zu tun. Das ist einfach, das gibt mir einfach den Kick, den Anreiz, einfach unmenschliche Sachen einfach menschlich zu machen oder einfach irgendwie Sachen zu erreichen, was grundsätzlich nicht wirklich andere kennen. Und mir hat das halt auch so damals so inspiriert, dass ich halt wirklich beim Haustürl rausgehen habe können und ich habe überall hinlaufen können. Mhm. Also wenn ich mir vorgenommen hätte, ich könnte nach Amerika laufen, ich hätte es dort auch hinlaufen können. Das war ohne Probleme, war das gegangen. Ne? Was sagt denn die Familie zu deinem Hobby oder zu deiner Berufung? Zumal es ja nicht immer nur ungefährlich zur Sache geht. Die Familie, ich sag, das ist. Ich habe mittlerweile jetzt seit 2,5 Jahren eine neue Freundin. Die kennt mich jetzt ein bisschen mit einer anderen Seite. Es ist ja so, dass im Jahr 2017 habe ich dann leider Gottes das Laufen ja gecancelt, weil ich ja mit meinen Knie dann zu große Probleme gekriegt habe mit der Patellaspitzen. Also Patellaspitzensyndrom habe ich dann mir zugefügt quasi durch das viele Laufen, beziehungsweise im Jahr 2016. Direkt kennen dann sie es jetzt nicht wirklich, also die neue Familie und die neue Freundin. Ich habe schon angekündigt, dass ich möchte nochmal. Dass wieder was kommen wird. Ja, und ich glaube, noch können sie es nicht richtig realisieren. Es wird schon von Mal zu Mal jetzt immer ein bisschen mehr, weil ich bin schon wieder am guten Weg, mich zum Vorbereiten. Es ist halt nur so, momentan kann ich es halt nur mit dem Bike. Ich kann momentan noch nicht so wirklich laufen. Und es ist halt so, es kommt was. Aber es kommt definitiv, wenn es kommt, nur entweder für eine Saison oder für ein Projekt. Und dann ist eigentlich, ich möchte eigentlich aus dem Ultralaufsport, möchte ich mich offiziell, sage ich mal, mit dem letzten Projekt mich verabschieden. Es ist halt so, dass mich verletzungsbedingt zipft mich das halt ein bisschen an, dass ich halt weg bin aus der Bildfläche und das möchte ich halt schauen, dass ich das schön abschließen kann. Und dann soll Sport welche Rolle spielen in deinem Leben? Du, nach wie vor eigentlich eine sehr große Rolle. Aber es ist so, dass ich mit der neuen Freundin, hat sich da was Schönes, Neues für mich entwickelt. Das, was ich eigentlich immer all meinen Jahren vorher auch immer sehr geträumt habe, eine Partnerin zu haben, zu finden, die was mit mir wesentlich viel tut. Also, Berg geht, laufen geht, Radlfahren geht und solche Sachen macht. Und das habe ich eben mit der jetzigen Freundin. Und das taugt mir extrem. Und
für mich ist halt Sport definitiv Leben. Das ist einfach, das wird immer beibehalten. Nur Ultralaufen, das, ich habe auch früher, ich bin schon vorigen Frau, habe ich immer schon gesagt, du abwarten, ich will das nicht mein ganzes Leben machen. Sie hat das irgendwie nie ganz glauben mögen. Und war das der Grund der Trennung, wenn ich jetzt schon ein bisschen im Privatleben herumwühlen darf? Bestimmt, bestimmt. Also es ist halt so, wir haben sie definitiv auseinandergelebt. Sie hat sich in eine andere Richtung mehr zum Interessieren angefangen, was sie eigentlich eh schon so, wie ich es kennengelernt habe. Und bei mir ist es halt eben mit dem Sport. Mhm. Und es hat sich dann irgendwie nicht mehr zusammengefunden. Und ich sage immer so, es hat alles immer irgendwie seine guten Seiten. Wer weiß, für was gut war. Und du, sie hat einen lieben Partner gefunden, ich habe einen lieben Partner gefunden und das ist perfekt so. Alle gewonnen. So, jetzt will ich nicht noch weiter herumstochen in ihrem Privatleben, dass mir nichts angeht und dass euch die Zuseher nichts angeht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch viel Freude im Sport, viel Freude mit der neuen Freundin und viel Freude mit den Tattoos, die schon auch hübsch aus. Danke für's Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Wiederschauen.